Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder da seid zu Woche 13 vom Würfel-Weekend. Heute würfeln wir die Prompts fürs Wochenende und ich will auch gar nicht lange rumreden. Ich habe meine Würfel schon mal bereitgelegt, die lege ich jetzt erstmal hier an den Rand des Basteltisches und wir würfeln dann immer zwischendurch. Ihr kennt das Ganze ja schon, inzwischen ist es schon fast Standard oder Alltag geworden, sogar für mich ist es schon fast Alltag geworden. Obwohl ich sagen muss, heute hätte ich beinahe vergessen, das Video aufzunehmen, weil ich habe im Garten gearbeitet und ich habe so vor mich hingearbeitet und ja, meine Hände sind wahrscheinlich auch kaputt und ja, zerschnitten und zerkratzt, aber das ist ja egal. Und ich hätte beinahe vergessen, dass ich ein Video aufnehmen muss. Stellt euch das mal vor. Ist doch unglaublich, oder? Unglaublich. So, in der letzten Woche haben wir ja diese Seite hier gemacht. Moment, ich muss euch mal ein bisschen wegschubsen hier, damit ihr das auch sehen könnt. So, wir haben diese Seite hier gemacht. Die ist jetzt ein bisschen tiefsinnig, hintergründig, wie auch immer, mit diesen Paper Dolls, die ihr unten verlinkt in meinem Coffeeshop findet. Die gefällt mir auch immer noch ziemlich gut, die Seite. Und wir brauchen doch jetzt gar nicht mehr so viel Upgrades zu machen. Aber eine Sache ist mir im Nachhinein aufgefallen, finde ich nicht schön an der Seite. Überhaupt nicht schön. Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt. Das ist die Befestigung dieses Kärtchens hier. Das ist ja mein Journaling Space eigentlich. Die Rückseite kann man vielleicht noch ein bisschen mit Gesso bearbeiten. Dann kann man da was drauf schreiben. Und zwar die Befestigung. Diese Büroklammer. Das ist ja einfach nur eine Büroklammer. Das ist ja total langweilig. Es geht ja gar nicht sowas. Also ist ja unmöglich, oder? Können wir nicht so lassen. Also wir brauchen Büroklammer. Eine andere Büroklammer für die Befestigung hier. So, die Seite kommt jetzt erstmal wieder weg. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Wir wollen Büroklammern machen. So, jetzt haben wir hier dieses schwarze Ding. Ich hole euch hier ein bisschen näher ran. So. Büroklammern gibt es ja nun in jeder Größe, in jeder Form und ja, es gibt sie in Herzform, in Pfeilform, in Einhornform. Es gibt unglaublich viele verschiedene Büroklammern, aber sie haben alle eins gemeinsam. Sie sind Büroklammern. Moment, wo ist denn meine? Ich zeige euch mal hier kurz. Lasst euch mal da reingucken hier. Das sind alles Büroklammern hier in dieser Schale da. Da gibt es jetzt zum Beispiel, da gibt es so eckige, die man einfach so aufklemmt. Ja, so ganz seltsame Teile. Dann gibt es welche, die sehen aus wie ein Einhorn. Ganz verrückter Kram. Dann gibt es hier irgendwo versteckt, ach so, hier gibt es so was Rundes. Das ist eine runde Büroklammer. Dann habe ich diese mal irgendwo hier gekauft mit dem, da sind so Motive hinten dran. So war es hier, so Herzchen. Ach, da ist noch so eine eckige. Das ist eine, die sieht aus wie ein Pfeil. Also Büroklammern gibt es ja in 1000 Variationen, gell? Und die sind halt mehr oder weniger schön. Also die Herzchen zum Beispiel oder die Pfeile, die finde ich auch so schon sehr schön. Aber die anderen, die sind ja eher langweilig. Ne? Wenn man jetzt hier so ganz schlichte, einfach so eine Büroklammer hat, das ist ja eigentlich nichts. Ne? Sieht ja nach nichts aus irgendwie. Und deswegen werden wir jetzt einfach ein bisschen Büroklammern, aber auf ganz einfache Weise verzieren. Und ich habe mir noch ein paar Büroklammer hierher gelegt. Sozusagen eine Büroklammernparade. Da seht ihr mal die verschiedenen Größen. Und hier habe ich noch so eine abgerundete. Das ist wie die da so ungefähr. So. Ich weiß nicht, ob ich so viele mache. Ich denke nicht, aber ich habe sie einfach mal bereitgelegt, damit ihr auch sehen könnt, wie viele verschiedene man da so überhaupt auftreiben kann. Ich finde das schon eine Riesenauswahl hier. Schiebt die mal da oben an den Rand, die ganzen. Ich möchte an diese Büroklammern jetzt eine ganz einfache Dekoration machen, also kein Hidden Paperclip oder sowas Aufwendiges jetzt, sondern ganz was Einfaches, und zwar einfach Stoffstreifen. Da sollen einfach Stoffstreifen dran. Und wie es der Teufel will, habe ich jetzt mal gerade überhaupt keinen grungigen, zerrupften Stoff zur Hand und ich möchte mir das selbst machen. Ich habe in meinem Fundus ein Stückchen weißen Baumwollstoff gefunden. Der ist ganz dünn, wie von einer Tischdecke, Serviette oder Bluse. Vielleicht habt ihr sowas irgendwo rumliegen. Nehmt es einfach, zerschneidet es. Wird kein Mensch vermissen, glaubt es mir. Ja, das ist einfach so ein weißer Stoff. Relativ fadengerade geschnitten, weil der kommt aus dem Patchwork bei mir. Und ich möchte den jetzt ein bisschen bearbeiten, sodass der ein bisschen älter aussieht. Und dass der zusätzlich einige Motive und Muster drauf hat. Und diese kleinen Motive und Muster machen wir mit Stempeln.
probieren wir einfach ein paar Sachen aus. Nehmen wir die mal her. Nehmen wir mal hier unseren Stempelblock und ich werde das mit Archival Ink stempeln, damit das auch haften bleibt, richtig auf dem Stoff. Und ich würde sagen, wir stempeln erstmal ein bisschen Text drauf. An einer Stelle stempeln wir mal Text. Ich hoffe, die hat noch genug Saft, aber ja, scheint doch so. Ich glaube, das hat noch genug Saft. Gut, dann stempeln wir hier einfach mal Text auf den Stoff. Ja, das hat gut funktioniert. Machen wir doch gleich nochmal, oder? Das machen wir doch gleich nochmal. Ich stempel das nur kurz auf meiner Unterlage, damit der Stempel wieder sauber ist. Dann kann ich den nämlich gleich wieder wegpacken. Der kommt dann wieder in meinen Ordner. Dann könnten wir vielleicht eine schöne Girlande machen. Vielleicht diese hier. Schauen wir mal, ob die auf meinen Stempelblock passt. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher, dass da drauf passt überhaupt. Die ist so lang. Ja, die ist ein bisschen groß, ne? Also die passt eigentlich nicht richtig auf meinen Block hier drauf. Auf meinen Klotz. Ich muss die ein bisschen so im... Oder wir machen eine andere. Moment. Gut, ich könnte die auch frei schwebend stempeln, aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht. Wir können auch eine andere nehmen. Eine kleinere. Diese hier zum Beispiel, die ist auch ganz schön. Nehmen wir einfach die. Diese Unterlagen schmeiße ich natürlich nicht weg. Das werden Masterboards, gell? Also da mache ich was mit. Ne? Das wird weiterverarbeitet. So, dann haben wir hier so Kräuter. Da könnte man ja auch ein bisschen was von drauf stempeln. Sogar die Schrift kann man ganz gut lesen. Ne? Das ist echt nicht schlecht. Also schaut euch das mal an, wie fein das auf diesem Baumwollstoff gestempelt hat. Super, oder? Ich finde das super. Jetzt haben wir hier unser Stöffchen und wir haben unsere Büroklammern. Soweit, so gut. Jetzt möchte ich aus dem Stöffchen Streifen reißen. Und zwar denke ich, dass ich das nach Motiv mache. Meine Stoppschere. Versuche mal hier das schon mal zu reißen. Also drückt mir die Daumen, dass es geht. Oh, das geht sogar ziemlich gut. Das ist natürlich fein, ja. Wenn das so gut geht, dann macht das richtig Spaß. So. Lass mal gucken, wie wir das am besten machen. Ne? Das ist ja eigentlich schon, das ist ja dann lang genug. Gell? So, dann müssen wir, Moment, das reißen wir quer. Ich reiße jetzt so nach den gestempelten Mustern, reiße ich jetzt einfach dieses Stöffchen auseinander. Die Breite ist ungefähr so, wie die Büroklammer breit ist. Also ungefähr, ne? Also so in etwa. Okay, das reicht dann erstmal für einen Moment, würde ich sagen. Sind genügend abgerissene Streifchen hier. Supi, supi. Die werden wir jetzt ein bisschen, nein, die werden wir jetzt noch gar nicht. Wir werden jetzt erstmal würfeln. Ne? Wir würfeln jetzt zum ersten Mal, schieben das alles ein bisschen am Rand hier, holen unsere Würfel und sagen Hokus Pokus Dokus. Wir nehmen diesen. Okay. Das ist das Thema. Ich würfle unser Thema für dieses Wochenende. Und das Thema ist Jahreszeit. Ihr müsst aber nicht Frühling nehmen, ihr könnt natürlich jede beliebige Jahreszeit nehmen, die ihr wollt. So, der Würfel wandert schon mal in meine Box. Da kann schon mal nichts mehr passieren.
aus dem Weg damit und es geht weiter mit unseren Büroklammern. Wir haben jetzt hier einen Haufen Schnipsel und da reiße ich jetzt diese ganz langen Fäden, die so an der Seite rausgucken, die tue ich weg. Die ziehe ich noch raus, weil es mir dann einfach zu lang ist, wenn die da rumhängen. So, dass ich jetzt zwar was Fransiges habe, so aber noch nicht, aber nicht ganz so extrem fusselig. Okay? Jetzt haben wir die alle ein bisschen kürzer geschnipselt, dass nicht mehr ganz so extreme Fusseln raushängen. Dann kann es jetzt losgehen mit der Verzierung. Ich brauche ein Nähgarn. Ich werde jetzt tatsächlich ein bisschen nähen. Ich nehme hier wieder mein altes Leinengarn. Das ist noch von meiner Mutter. Das ist eigentlich ein Klöppelgarn, aber das ist super stabil und das ist schon sehr, sehr alt. Hat sogar schon Flecken drauf. Aber das ist ein total schönes Garn und ich liebe das. Also ich liebe es, damit zu arbeiten. Es ist wirklich ein wunderbares Garn. So, schneiden wir uns mal ein Fädchen runter und versuchen das mal hier irgendwo einzufädeln. Das ist immer ein bisschen tricky bei mir mit dem Einfädeln, weil ich ja schon halb blind bin. Ne? Also ihr kennt das ja wahrscheinlich, Leute. Ne? Wenn man ein paar Jahre älter wird, dann geht ja ohne Brille eigentlich nichts mehr. Und das nächste, was ich mir anschaffen werde, ist vermutlich eine Gleitsichtbrille, weil, naja, ne? Aus Gründen, ne? Aus Gründen. So, also, wir nehmen jetzt immer hier so ein Stückchen Stoff. Und hier gibt es ja an der Büroklammer, gibt es ja immer ein einfaches Ende und ein doppeltes Ende. Gell? Also ein Ende mit zwei Bogen und ein Ende mit einem Bogen. Und wir fädeln das Stöffchen jetzt durch das Ende mit einem Bogen. Das ist quasi das Ende der Büroklammer. Ziehe ich mir das Stöffchen jetzt einfach mal durch. Möglichst so rum, dass der Stempel jetzt außen ist. So. Und damit ist dann der erste Teil schon mal erledigt. Das mache ich mit allen anderen jetzt auch so. Also hier ist ein Bogen, hier sind zwei Bogen. Also muss es hier oben durchgefädelt werden. Jetzt haben wir da überall unser Stöffchen drin und jetzt möchte ich gern die verzieren. Und zwar können wir zum Verzieren zum Beispiel können wir Perlen nehmen. So, gut. Also ich habe noch mehr Perlen, aber ich will da jetzt nicht weiter graben. Das nächste, was wir schauen können, zum Dekorieren sind Knöpfe. Ich habe jetzt mal hier meine Knopfkiste ein bisschen rangerückt, aber die ist so groß, die passt nicht unter die Kamera, wie ihr seht. Ich mache einfach mal auf, dann könnt ihr so am Rand ein bisschen reingucken. Und ich möchte jetzt ein paar schöne Knöpfe aussuchen, die wir da drauf machen. Denn ich glaube, das wäre vielleicht sogar noch besser als Perlen. Mal schauen, was wir so finden, ne? So, jetzt habe ich hier mal ein Sortiment an Knöpfen bereitgelegt. Knöpfe und Perlen. Jetzt schauen wir mal, was wir eventuell irgendwo drauf backen können. Könnte man natürlich machen, ist mir jetzt aber zu groß. Ist mir auch zu groß. Ist mir zu dick. Ja, so machen wir. Hier nehmen wir. Okay. Knopfkiste wandert wieder weg. So, ich habe hier schon eingefädelt, aber noch nicht geknotet, wie ihr seht. Das machen wir jetzt dann gleich noch.
Aber bevor wir starten mit dem Nähen, brauchen wir noch ein bisschen Distress Ink und unser Bürstchen. Ich nehme immer noch Vintage Photo. Ich habe mir jetzt zwar eine andere Farbe noch bestellt, ein Ground Espresso, aber es ist noch nicht angekommen. Also ich bin noch bei Vintage Photo. So, jetzt sieht das dann doch schon mal ganz schön alt aus. Also so im Vergleich zu, und ich gebe euch das mal im Vergleich daneben, im Vergleich zu dem anderen, ist das doch schon ein gewaltiger Unterschied, oder? Was meint ihr? Gut. Dass das Innen jetzt immer noch ein bisschen zu weiß ist, dann gehen wir da auch noch mal ein bisschen drüber. So, dann nehme ich mein Garn. Nehme beide Enden hinten zusammen. Dann mache ich mir jetzt erstmal Knoten in das Ende. Und jetzt werde ich als erstes mal, mache ich mal hier so ein, zwei Stiche rein. So, jetzt rutscht das Band schon mal nicht mehr runter. Dann nehme ich meinen Knopf und nähe den an. So wie man halt Knöpfe so im Allgemeinen annäht. Das wisst ihr ja, wie das geht, denke ich. Also rein und raus und rauf und runter, das ist ja jetzt auch keine große Kunst und kein Hexenwerk. Es ist eher ein Hexenwerk, irgendwie so eine Schlaufe einzubauen, die man nicht mehr, an der man nicht mehr ziehen kann. Ne? Das ist eher ein Hexenwerk. Ne? Wie habe ich das jetzt wieder geschafft? Hä? Wie habe ich das jetzt wieder hingekriegt? Okay, ich habe es, glaube ich, geschafft. Ja, ich habe es, glaube ich, geschafft. Und dann mache ich sogar noch mal ein zweites Mal, gehe ich noch ein zweites Mal durch. Dann vernähe ich den Faden auf der Rückseite ein bisschen. Und dann schneiden wir den ganzen Spaß ab. Und das wäre Variante 1. Das ist jetzt einfach so durchgezogen, Knopf drauf genäht, fertig. Quick und dirty sozusagen. Und ja, es hält. Man kann es so machen. Dann würfeln wir jetzt nochmal. Oder nähen wir vorher noch an? Wir nähen erst noch. Eins nähen wir noch, eins nähen wir noch. Das möchte ich jetzt hier nicht altern. Da kommt nämlich ein weißer Wäscheknopf drauf. Ich habe hier so ein blaues Garn. Und das nehme ich jetzt für den Wäscheknopf. Das machen wir jetzt ein bisschen anders. Wir nehmen das blaue Garn. Oder was ihr halt so als Farbe haben möchtet. Ich mache den Faden ein bisschen länger. Ja, man sollte schon das Nadelöhr dann treffen, ne? Ist klar. Also ich sag's euch Leute, mit Brille geht hier gar nichts mehr. Das ist ja hier vollkommen für die Hasen, ne? Jetzt. Gut. Ich steche jetzt diesmal von oben rein. Es ist völlig egal. Einmal so quer durch ist das Ganze ein bisschen fixiert. Ich lasse ein etwas längeres Ende stehen, mache einen Stich so quer zur Sicherung, damit mir das nicht mehr auskommt. So, jetzt nähe ich meinen Knopf auf. So, da rein, da raus. Jetzt schneide ich die Nadel weg. Und jetzt ärgere ich mich gerade ein bisschen dumm, weil ich wieder mal nicht bedacht habe, dass ich jetzt das andere Ende einfädeln muss. Eieiei. Okay, ich habe es geschafft. Ohne Brille geht's. Mit Brille keine Chance. So. Und zwar muss ich da nämlich jetzt von unten in das andere Loch rein. So, ich zeige euch das jetzt, ne? Kleinen Moment. Jetzt könnt ihr die Nadel rausmachen. Machen wir beide Enden ungefähr gleich lang. So, ich zeige es euch jetzt. Jetzt ist das nämlich so, dass die beiden Fadenenden jeweils aus einem Knopfloch rauskommen. Seht ihr das? Ja, ich glaube schon. Aber ich glaube, ihr könnt es erkennen, gell? So, und dann ist der letzte Schritt tatsächlich eine Schleife da rein zu machen in diese Fadenenden. Ich mache erstmal ein Knötchen rein, dass mir das alles nicht mehr verrutschen kann. Entschuldigung. Was ist denn das? Ha? Frosch im Hals. So, jetzt habe ich den Knoten, da kann mir jetzt schon mal nichts mehr passieren an der Stelle. Und jetzt möchte ich eine Schleife machen.
mache ich wieder den Trick mit dem Finger draufhalten und fest ziehen und ziehen, aber ganz fest drücken dabei, dann kann mir das nämlich nicht wegrutschen und nicht aus Versehen, ups, kann sich nicht aus Versehen dann lösen, das Ganze, ne? So, und damit das alles nicht wieder aufgeht mit dem Knoten und der Schleife, mache ich jetzt in die Mitte, mache ich einen Tropfen Tacky-Glue rein, der das hier fixiert. Der trocknet ja klar auf und den sieht man später nicht mehr. Das war das. So, für die dritte Variante möchte ich dann noch ein Bändchen mit einarbeiten, aber ich glaube, dass wir jetzt erstmal wieder würfeln. Ne? Wie wäre das? Ich glaube, würfeln wäre jetzt mal wieder eine ganz gute Sache. Ja, ich lasse es einfach so liegen und schnapp mir einen Würfel. So, ich wähle wieder blind aus. Ich habe die Augen zu, könnt ihr zwar nicht sehen, aber ihr müsst mir jetzt glauben. Und wir nehmen diesen hier. Der Stil. Wir würfeln unseren Stil. Hoffentlich kommt was Vernünftiges dabei raus. Bitte, bitte, bitte. Verträumt. Okay, verträumt. Können wir damit was anfangen? Naja. Ja, wird schon, wird schon, wird schon. Kommt in meine Box. Jahreszeit und verträumt haben wir jetzt. So, und dann gehen wir mal weiter mit diesem hier. Ich hätte da gerne noch so ein blaues Bändchen drin. Und da drauf dann erst den Knopf. Dann schneide ich mir ein Stück von diesem blauen Satinband ab. Das liegt hier gerade so zufällig auf meinem Tisch noch rum. Also es hat jetzt keine spezielle Bedeutung, dass es da ist. Auch die Farbwahl hat jetzt keine spezielle Bedeutung. Ich mache jetzt eben gerade hier so Verzierungen auf Vorrat sozusagen. Ich weiß noch nicht, wo ich die einsetzen werde und ob und warum. Keine Ahnung. Damit das jetzt hier so ein bisschen halbwegs übereinander bleibt, während ich nähe, werde ich jetzt hier tatsächlich mal zu Hilfe einer Stecknadel greifen. Ich hole mal eine Stecknadel aus meiner Stecknadeldose. Ist schon ziemlich alt hier, diese Dose. Dann nehme ich mir mal ein Nädelchen raus und stecke das mal im hinteren Bereich hier ein bisschen zusammen. Einmal nur durch, das reicht schon, dass mir das nicht immer wegrollt und wegläuft. Dann nehme ich wieder einen Faden und zwar hätte ich gern diesmal, mache ich denn? Nehme ich wieder diesen hier, nehme ich wieder das Leinengarn. Ne? Diesmal wird wieder genäht und fange jetzt einfach an am unteren Ende. Und zwar fange ich jetzt in der Mitte an, weil ich habe ja einen Knoten, den muss ich irgendwie verstecken. Ich fahre jetzt hier in der Mitte zwischen diese Schichten rein, ja, diese inneren Schichten, und steche da durch nach außen. Dann habe ich nämlich den Knoten nachher da im Inneren und dann kann ich die Enden wegschneiden und dann ist der Knoten einfach verschwunden. Zumindest stelle ich mir das mal so vor. Und da möchte ich jetzt erstmal eine kleine Perle aufnähen. Also einfach diese Perle auf den Faden gezogen und aufgenäht und vielleicht möchte ich sogar noch eine zweite Perle aufnähen. Dann lasse ich ein bisschen einen größeren Abstand und jetzt möchte ich den kleinen Knopf aufnähen. Na, das ist doch schon mal nicht schlecht. Dann steche ich jetzt wieder nach innen oder ich mache einfach hier so ein bisschen Zicke-Zacke und fahre nach unten, um das ein bisschen zu fixieren, ein bisschen festzunähen, das Ganze. Das muss jetzt nicht super schön sein, das ist gar nicht nötig. Wir sind ja schließlich hier im Junk Journaling. Wer das super schön machen will, kann das aber natürlich jederzeit machen. Also es ist jedem unbenommen, das auf der Rückseite auch super schön zu haben. Gar keine Frage. Ich schneide das ab. Dann schneide ich noch das blaue Band ab, dass es ein bisschen kürzer ist. So, das wäre meine dritte Variante. Wir haben jetzt drei Varianten schon gemacht. Diese drei haben wir jetzt schon gemacht. Dann würfeln wir jetzt wieder einmal. Wir würfeln mal das Material, was wir verwenden sollen, ne? Okay, hoffentlich kommt was Gutes dabei raus. Hoppala, schon wieder Stempel. Na gut, wenn es so sein soll, dann haben wir jetzt wieder Stempel, Leute. Hatten wir zwar letztes Mal schon, aber mein Stempel kann man immer verwenden. So, aktueller Stand, Jahreszeit,
verträumt und Stempel. So, jetzt machen wir noch eine. Diese hier noch. Da hätte ich eigentlich auch ganz gerne ein paar Perlen dran. Aber die Perlen möchte ich jetzt ein bisschen bamselig dran haben. Ich nehme mir wieder einen Faden. Ein bisschen längeren sogar. Der kann auch ruhig mal einen halben Meter lang sein. Das ist gar kein Thema. So, als erstes möchte ich jetzt da wieder ein bisschen Vintage haben. Also es soll ein bisschen gealtert werden, das Ganze. Muss nicht sehr stark sein, aber so ein bisschen wollen wir das schon haben. Was man auch machen kann, ist natürlich mit Kaffee drauf klecksen, ganz klar. Mache ich jetzt in dem Moment mal nicht, weil mir das dann wieder zu lang dauert, bis das alles trocken ist. Aber ihr könnt das natürlich gerne mit Kaffee mal machen. Das sieht auch super, super aus. Kaffeegefärbter Stoff ist ganz toll. So, jetzt machen wir Folgendes. Wir nähen das hier wieder radikal zusammen. Gnadenlos. Ich mache erst am unteren Rand wieder ein paar Stiche, damit sich das nicht immer voneinander löst und damit das ein bisschen an der Büroklammer fixiert ist. Dann nähe ich unsere Knöpfchen auf. Diesmal haben wir einen Vierlochknopf. Den nähe ich ganz normal auf, so wie man einen Vierlochknopf halt so aufnähen kann. Man kann ja die Stiche sich kreuzen lassen oder man kann parallel nähen. Das ist beides möglich. Das könnt ihr so machen, wie es euch dann am besten gefällt. Ich mache das jetzt gekreuzt. Ups, jetzt habe ich da meinen Garn um die Büroklammer gelegt. Das war jetzt nicht so gut. So, wieder zurück. Okay. So, jetzt haben wir da schon mal den Knopf angenäht mit so einem Kreuzstich in der Mitte. Und jetzt hätte ich gerne noch ein bisschen gebamselige Perlen da dran. Und das könnte zum Beispiel eine Büroklammer sein, die an der Seite ein bisschen hängt. So, das heißt, ich brauche ein paar Perlen. Jetzt habe ich sie gerade erst alle weggestellt, aber holen wir sie halt wieder raus. Natürlich so eine weiße, das ist ganz klar. Ich weiß nicht, ob ich diese goldenen hier verwenden kann oder ob ich vielleicht rote habe. Habe ich vielleicht auch rote? Geht es folgendermaßen weiter. Wir haben jetzt diese hier alle aufgefädelt. Und jetzt trenne ich die letzte, die ich zuletzt aufgefädelt habe, von den anderen. Die bleibt einzeln und die bleibt jetzt weg und ich nehme wieder meine Nadel und gehe durch alle anderen Perlen wieder durch in die andere Richtung. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, weil der Faden relativ dick ist. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher, ob es geht. Durch alle anderen Perlen gehen wir jetzt durch. Ich bin durch alle Perlen durchgegangen. Ein zweites Mal, außer durch die letzte. Das sieht dann jetzt so aus. Die hängt einzeln drauf. Das ist quasi so eine Schlaufe hinten dran. Da bin ich ein zweites Mal durchgegangen. Und jetzt ziehe ich das einfach weiter durch. Immer weiter durch, bis die rote einzelne Perle hinten anschließt an die anderen. Und oben lasse ich noch einen kleinen Abstand, damit das ein bisschen baumeln kann, das Ganze. Das zeige ich euch jetzt auch noch. Moment, ach, jetzt habe ich mir selbst einen Knoten eingebaut. Das ist natürlich super, ne? Also wer Hand näht, der kennt das vermutlich, dass das schon mal passiert, dass man sich selbst einen Knoten irgendwo hin macht. Jetzt seht ihr das genauer hier. Ist die kleine Perle da hinten, die einzeln ist, da liegt das Garn einmal innen und einmal außen an der Perle, das sieht man da auch. Ja, und hier habe ich einen kleinen Abstand hinten zum Stoff hin, gibt es einen kleinen Abstand, da sieht man halt das Garn jetzt. Und das Ganze vernähe ich jetzt. Und dazu gehe ich jetzt mal nach innen rein und schau mal, ob ich das innen ein bisschen verstecken kann, das ganze Garn hier. Also es kann auch passieren, dass man sich das Gebamsel mit reinnäht ins Garn. Da muss man ein bisschen aufpassen. Aber kann man ja auch schnell wieder rausholen, ist auch kein Problem.
das war es auch schon. Farben weg und fertig. Jetzt haben wir hier einfach einen Knopf dran und ein kleines Gebamsel hinten dran. So, das waren jetzt 4 Stück. Die anderen 3 mache ich alleine und ich werfe nochmal den. Ich werfe nochmal den Werfel. Mhm. Klar, alles klar, Mädel. Werfel den Werfel. Natürlich. So. Und jetzt würfeln wir noch unseren letzten Würfel. Das ist der Fokuspunkt. Der Fokuspunkt wird diesmal sein ein Gebäude. Leute, so. Jahreszeit, Verträumen, Stempel und Gebäude. Lasst euch was einfallen dazu. Lasst euch was einfallen. So, ich zeige euch nochmal die... Ich habe doch hier so tolle Tabletts. Das geht doch viel besser mit so einem kleinen Tablett. Pass mal auf. Da lege ich das doch einfach mal drauf. Ne? Dann könnt ihr das viel besser sehen, als wenn ich also meine Finger da halte. Und euch genau angucken, was wir gemacht haben. Hören wir das mal ein bisschen näher hier an die Kamera. So. Ich hoffe, dass das Ding jetzt irgendwie scharf stellt. Hier haben wir, das war der erste, da haben wir einfach nur den Knopf aufgenäht und den Stoff ein bisschen gealtert mit Distress Ink. Das war der zweite, da haben wir auch einfach nur einen Knopf aufgenäht, aber aus dem Nähgarn eine kleine Schleife gemacht. Die ist ein bisschen unordentlich, aber das stört uns ja nicht. Das war der dritte, da haben wir zu dem Knopf, da haben wir auch einen Knopf aufgenäht, aber zusätzlich noch ein zweites Band durchgezogen und ein paar Perlen mit aufgenäht auf dieses Fähnchen. Und das war der vierte, da haben wir den Knopf aufgenäht, das Stöffchen gealtert und noch ein kleines Perlengebamsel dran genäht. So, und das waren die 4 Varianten von einfachen Büroklammern. Total einfach und schnell zu machen. Und vielleicht habt ihr Bock, das auch zu machen. Ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg dabei. Ihr könnt also wirklich jeden Schnipsel an Stoff und jeden Stoffrest und jedes kleine Bändchen, was ihr noch habt, könnt ihr verwenden. Also wenn ihr noch so Stücke habt wie das hier zum Beispiel, das ist so ein Reststück, ist mir übrig geblieben. Das ist perfekt geeignet, um es hinten an eine Büroklammer dran zu machen. Das kann ich euch gerade noch zeigen. Das wäre nämlich auch noch eine ganz einfache Möglichkeit. Ihr nehmt einfach das Bändchen, so als ob ihr das durch eine Öse fädeln wolltet, also in einem Tag zum Beispiel. Zieht das einfach da durch, zack und fertig. So, so kann man das auch machen, das ist noch einfacher. Ganz einfach, fix, fertig, aus und finito. Das ist jetzt ein sehr glattes Bändchen, ne? Das ist jetzt vielleicht nicht das allerbeste Beispiel, aber so kann man es auch machen, einfach nur ein Bändchen hinten dran, fertig. Total einfach. Und es ist eine kleine Dekoration im Journal. Also Möglichkeiten gibt es unendlich viele und damit verlasse ich euch jetzt für heute und ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln. Lasst euch was einfallen fürs Wochenende. Ich freue mich auf eure Bastelergebnisse für die Woche 13 und sage bis dahin alles Gute, alles Liebe, bleibt gesund und wir sehen uns. Tschüss!